Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist 1 Uhr. Man könnte sagen, es ist ziemlich spät, aber vielleicht ist es der beste Zeitpunkt, um über unser Thema hier heute zu sprechen, denn das hat was mit Geheimnissen zu tun. Und da haben wir vielleicht hier die leeren Ränge dann auch ganz gut dazu passend gemacht. Ja, da können Sie noch lange drauf warten und da können Sie auch spitzeln, so viel Sie wollen. Und ich würde sagen, das ist nicht gerade eine Spezialität nur der Linken, sondern historisch gesehen gerade eine Spezialität von Rechten. Und von daher sollten Sie da ganz schön vorsichtig sein, wem Sie Spitzelei vorwerfen. Wir haben ja von allen totalitären Systemen und da sollten Sie mal in die Historie zurückschauen und mal schauen, in welcher Linie Sie sich da auch einreihen. Wir haben hier ein neues Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie für Geheimnisschutz, ein neues Stammgesetz, in dem auch Regeln des bisherigen UWG aufgehen. Vieles, was neu definiert wird, was standardisiert wird, Definitionen von Geschäftsgeheimnissen, was ist zulässig, um an ein Geschäftsgeheimnis heranzukommen, welche Maßnahmen gibt es, wenn Geschäftsgeheimnisse unbefugt verraten werden, vom Rückruf bis zu den Strafvorschriften, bis zum Schadensersatz und dergleichen, bis hin auch zu besonderen Vorschriften im Zivilprozess. Und wenn man sich diese Regeln ansieht, dann merkt man auch, welches Bild dahinter steht. Da ist der innovative Unternehmer, der etwas in Technik investiert, der etwas entwickelt, der ein geheimes Rezept hat, der eine Kampagne plant und auf der anderen Seite jemand, der das verrät zum eigenen Nutzen. Das ist das Bild, was da dahinter steckt und ich glaube, da ist auch ganz klar, dass das sinnvoll ist, diese Richtlinie zu machen und europaweit dann auch ins Werk zu setzen. In der öffentlichen Diskussion geht es vornehmlich um einen anderen Fall. Da hat man eine ganz andere Situation vor Augen. Da geht es um die Ausnahmen. Und da hat man den Journalisten, der investigativ tätig ist, vor Augen, den Mitarbeiter, der mitbekommt, dass ein Missstand droht, dass eine Gefahr vielleicht sogar für andere Personen droht. Und dann geht es um die Frage, wie weit reicht eben diese Ausnahme. Da gibt es Bedenken auch der Journalisten, die sagen, dass sie sich hier ausgebremst fühlen. Das werden wir sicherlich prüfen, denn die Richtlinie sagt ganz klar, dass hier der Schutz von Journalisten und auch Arbeitnehmern nicht gefährdet sein soll. Und wenn wir an Fälle wie eben das Gammelfleisch, den Pflegeskandal oder Steuerbetrug denken, dann macht das auch Sinn soweit. Aber wir haben eine dritte Konstellation. Da haben wir den Unternehmer, der sich rechtmäßig verhält, aber jemand, dem trotzdem etwas da nicht gefällt, der andere Maßstäbe hat und dem also ja da etwas gegen den Strich geht. Und da ist die Frage, ob das unter die Ausnahmen fällt und inwieweit wir das dann auch letztendlich mittragen und wie weit das unseren Prüfungen dann auch standhält. Denn diese Ausnahmen, die da im Gesetz stehen, die gehen sehr, sehr weit. Da reicht schon das allgemeine öffentliche Interesse. Da reicht die Aufdeckung eines sonstigen Fehlverhaltens und da muss man dann schon genau hinsehen, gehören dazu auch moralische Verfehlungen. Da reicht es, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel viele geringfügige Beschäftigungsverhältnisse hat, wo jemand anders sagt, das ist nicht in Ordnung, hier Sozialabgaben zu sparen auf diese Art und Weise. Oder reicht es, wenn Arbeitnehmer zum Beispiel im Ausland nicht nach Standards arbeiten, nach sozialen Standards und nach Umweltstandards, die bei uns selbstverständlich wären, reicht das, um etwas zu verraten und damit möglicherweise Schaden anzurichten? Genügt die Offenlegung eines Geheimnisses nach der Charta der Grundrechte? Die hat auch nicht jeder immer neben sich auf dem Schreibtisch liegen, geschweige denn den Kommentar dazu. Ich glaube, da wird auf uns zukommen, dass wir das noch deutlich konkretisieren und fassbarer machen, diese etwas abstrakte Sprache der Richtlinie übersetzen. Und ein weiterer wichtiger Punkt, es ist auffällig, dass, wenn wir auf die Rechtsfolgen schauen, in der Richtlinie davon die Rede ist, dass unter Geltung dieser Ausnahmen ein Antrag auf die Maßnahmen, die dort genannt sind, abgelehnt werden soll. Was das Gesetz aber daraus macht, ist etwas anderes. Unser Gesetzentwurf, der schlägt vor, dass unter den Annahmen der Ausnahmen
die das Verraten eines Geheimnisses gerechtfertigt sein soll. Und das geht weit über das hinaus, was in der Richtlinie vorgesehen ist. Das würde für die gesamte Rechtsordnung gelten. Und das müssen wir uns dann doch noch mal sehr genau anschauen. Ich denke, dass wir da auch zu konkretisieren und auch zu Einschränkungen kommen müssen. Denn dass nur jede weitreichende Schädigung gerechtfertigt sein soll, weil nur jemand mit guter Absicht etwas verraten hat, das dürfte wohl über das Ziel hinausschießen. Diese verschiedenen Konstellationen müssen wir uns genauer anschauen und vergleichen. Ich glaube, da werden wir noch auch einiges diskutieren und prüfen müssen, aber dann zu einem guten Ergebnis kommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Roman Müller-Böhm für die FDP.